Hi Leute, ich habe heute mal wieder ein Let's Talk Video für euch. Ich finde, da haben wir lange keins gehabt. Und zwar, wie ihr sicherlich schon gelesen habt, geht es heute um das Thema Umstyling-Shows. Also Shows, wo man angemeldet wird oder sich selber anmeldet, zu dem Unterricht kommen wir gleich, wo einem gesagt wird, dass das Outfit, was man hat oder der Look scheiße ist und man eben in was deren Meinung Besseres umgestylt wird. Ihr merkt schon, ich habe zu diesen Shows eine gewisse Meinung, so ein kleines bisschen. Ich muss erstmal unterscheiden in zwei Dingen. Ich rede heute persönlich eher über solche Shows wie, oh Gott, wie hieß sie, von TAC mit dem Styling Computer Pod. Ich glaube, Abgeschminkt heißt, glaube ich, die Sendung. Wo eine Person angemeldet wird oder sich selber anmeldet, meistens weil eben die Verwandten oder die Freunde finden, dass der Style, den diejenigen haben, nicht besonders schön ist und man den ändern sollte. Und deswegen gehen sie dann in diese Show, um sich umstylen zu lassen. Was ich schon mal extrem negativ an dieser Show speziell finde, ist, die stehen ja dann in diesem Raum vor diesem Computer. Und dann wird zum Beispiel gefragt, was glaubst du, was die Öffentlichkeit von dir denkt? Würden sie dich küssen? Würden sie dich links liegen lassen? Oder würden sie dich heiraten oder irgend sowas? Und diejenige denkt dann eben, was weiß ich, sie würden mich heiraten oder keine Ahnung was. Und dann fragen sie irgendwelche Leute auf der Straße, wie findest du denn, wie diese Dame ausschaut? Ja, und das finde ich schon immer so ein bisschen fragwürdig. Erstens mal sind die Antworten natürlich meistens nicht besonders nett, aber unabhängig davon, ich finde diese Art und Weise schon fragwürdig, denn was sagt man denn damit? Also was für eine Message bringt man denn damit in die Welt? Vor allen Dingen vor, also was die jungen Leute angeht. Das bedeutet doch, es ist extrem entscheidend, was andere Leute, vor allen Dingen fremde Leute von dir denken. Es ist extrem entscheidend, ob du attraktiv für die Umwelt bist. Ob die Leute, die auf der Straße rumrennen, dich für attraktiv und schön halten. Ob sie dein Outfit für besonders geschmackvoll halten oder eben nicht. Und nach dem Umstyling ist das denn so, also die müssen sich dann ja abschminken vor der Kamera. Meistens sind das Leute, die halt sehr stark geschminkt sind. Die müssen sich halt abschminken und so weiter und so fort. Und dann werden sie halt umgestylt und dann wird natürlich nochmal gefragt. Und meistens ist es natürlich viel, viel positiver, wenn die dann umgestylt worden sind in, sind wir mal ehrlich, meistens das, was halt gerade Trend ist und sehr einseitig alles. Also ich finde immer in diesen Umstyling-Shows meistens, es gibt auch Ausnahmen, aber meistens ist das doch so, dass sie in, also alle sehen gleich aus danach. Alle sehen komplett in diesem Mainstream, was gerade so ein bisschen Trend ist, aber auch nicht zu trendig, sondern schon recht klassisch. Also was ich damit meine ist, ich finde, diese Umstyling-Shows nehmen viel zu selten den Charakter der Leute in, wie sagt man, in Betracht. Also sie denken nicht darüber nach, was für Charakter hat jemand, was für Interessen hat er, wie kann man sich, also was für ein Outfit passt zu demjenigen am besten, wie er sich damit auch selbst ausdrücken kann. Denn ich finde Fashion und Make-up und Haare und so weiter ist ja auch so ein bisschen ein Ausdruck von einem selbst, finde ich so ein bisschen. Oder was man ausdrücken möchte vielleicht und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das so ein bisschen schade, dass diese Umstyling-Shows meistens die Personen immer in diesem typisch gleichen Look umstylen. Also da, das ist jetzt, es gibt so viele verschiedene Styles, so viele verschiedene Looks. Es gibt nicht nur diesen Mainstream-Look. Und viele dieser Leute, gerade bei dieser Show Abgeschminkt, die werden ja dann irgendwie 3 Monate später oder sowas nochmal besucht. Und sehr viele aus dieser Show, zumindest ich habe nicht viele Folgen gesehen, aber vielleicht 5, 6 oder was auch immer, sind später wieder zu ihrem alten Style zurückgekehrt. Was ja im Endeffekt auch bedeutet hat, sie haben sich extrem wohlgefühlt in ihrem Style. Unabhängig davon, was andere Leute von ihnen denken oder was die Eltern denken, wie man ausschaut oder die Freunde oder was auch immer. Also wenn man sich doch selber in seinem Style wohlfühlt, warum muss man umgestylt werden, nur weil die Freunde oder die Eltern oder sowas das gerne sehen würden, weil die den Style desjenigen nicht so toll finden? Weiß ich nicht. Deswegen wollte ich kurz sagen, für mich ist das ein Riesenunterschied, ob jemand von sich aus sagt, ah, ich weiß nicht so recht, was mir steht, ich habe meinen Style noch nicht gefunden, ich würde sehr gerne mal umgestylt werden, Haare gemacht bekommen, Make-up, neues Outfit und so weiter. Das ist eine völlig andere Geschichte. Ne? Wenn man selber nicht so weiß, was einem gefällt, ist sowas natürlich eine schöne Sache, um ein paar Sachen vielleicht auszuprobieren.
Aber ich rede speziell von diesen Shows, oder es gibt auch in Amerika bei TLC What Not to Wear oder sowas heißt die Show. Und da ist es auch so, dass eben Verwandte und Freunde dich anmelden, weil sie der Meinung sind, dass du halt einen scheiß Style hast oder dass du halt aufgepimpter sein könntest oder was auch immer. Und erstes Mal frage ich mich, ob das nicht ein bisschen beleidigend ist. Also wenn mich jetzt meine Eltern zu so einer Styling-Show ummelden würden, weil denen mein Style nicht passt, würde ich auch denken, der soll auch nicht dir passen, der soll mir passen. Aber gut, du kannst natürlich Nein sagen, ne? Wenn die dich da anmelden, irgendwie deine Freunde oder was, und du sagst, nee, komm, ey, da möchte ich nicht mitmachen, dann ist es natürlich in Ordnung. Aber ich finde das schon so ein bisschen fragwürdig, wenn man quasi da angemeldet wird und die Freunde an mir sagen, ja, eigentlich finde ich deinen Style ziemlich scheiße. Es gibt doch auch diese Show, ich glaube, die ist bei Six oder sowas, wo die Klamotten so eingesaugt werden, wo dann irgendwie Freunde, Verwandte und so dastehen, die Klamotten der Leute hochzeigen und sagen, also so läufst du rum, das sieht ja total scheiße aus. Und da fragen sie, glaube ich, auch die Leute auf der Straße, was sie davon halten, von den Outfits. Und ich finde diese Botschaft, die das aussendet, halt so falsch irgendwie. Also was ich damit meine ist, gerade dieses mit dem, dass man andere Leute auf der Straße fragt, was sie denn von der Person halten, ob sie die attraktiv finden, wie sie den Look finden und so weiter. Jeder kann natürlich seine Meinung äußern, ne? Also versteht mich nicht falsch. Mir gefällt auch nicht jeder Look. Also wenn ich jetzt irgendwie einen bestimmten Look auf der Straße sehe, der mir nicht gefällt, ist ja okay. Hauptsache der Person, die es trägt, gefällt es. Aber ich finde halt, man muss immer auch an die Leute denken, die halt eben leicht beeinflussbar sind. Mir ist es egal, ob mein Look anderen Leuten gefällt, weil ich in meinem Alter jetzt schon ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt habe und ich laufe halt rum, wie es mir gefällt und nicht, wie es anderen Leuten gefällt. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass jemand vielleicht 12, 13, 14 ist, man hat sein Ich noch nicht richtig gefunden und ist viel leichter beeinflussbar. Ich finde, dann gibt so eine Show die Message, es ist unheimlich wichtig, dass du dich anpasst. Es ist unheimlich wichtig, was deine Freunde, deine Umgebung von deinem Äußeren und von dir halten. Und das finde ich halt ist eine komplett falsche Message. Ich finde, es sollte viel mehr Individualität, wie soll ich sagen, gezeigt werden. Und auch viel mehr dazu aufgefordert werden, individueller sein zu dürfen. Also, dass wenn man Bock hat, wenn man voll Bock auf Gothic-Klamotten hat und sowieso schon die Musik hört und so weiter und so fort. Heute sehe ich auch so ein bisschen Pastell-Goth-mäßig aus, finde ich. Aber was ich übrigens wunderschön finde, ich mag diesen Pastell-Goth-Style, was ja mehr nur ein Style ist. Goth ist ja auch mit der Musik und so weiter verbunden, ist ja egal. Auf jeden Fall, hey, dann trag die Klamotten. Unabhängig davon, ob andere Leute Gothic-Klamotten toll finden oder nicht, das Entscheidende ist, dass du dir gefällst, wenn du in den Spiegel guckst. Und ich finde, das sollte eher die Botschaft sein. Und außerdem persönlich, ich freue mich, wenn ich auf der Straße Leute sehe mit verschiedenen Styles. Egal, ob das jetzt sehr außergewöhnliche Styles sind oder eher sehr dezente Styles, wie auch immer. Ich finde sowas super gut und ich schaue mir das einfach unheimlich gerne an. Deswegen finde ich solche Styling-Shows immer ein bisschen... Also erstens finde ich es nicht gut, dass die andere Leute fragen und dass so suggeriert wird, dass das das Wichtigste ist. Vor allen Dingen bei dieser Abgeschminkt-Show geht es ja auch oft darum, dass dich ein Mann hübsch findet, dass du denn heiraten kannst und sowas und einen Freund findest. Leute, ernsthaft, entweder mein Freund, mein Mann liebt mich so, wie ich bin oder eben nicht. Also ich meine, wenn er nur nach meinem Äußeren geht, was eine Beziehung angeht, dann ist er sowieso der Falsche. Und also erstens das und dann eben dieser Punkt, dass man wirklich immer in diesen Mainstream-Dings umgestylt wird. Obwohl die Leute ja offensichtlich vorher gerne alternativer oder ein bisschen auffälliger oder sowas rumlaufen. Also ich finde, man könnte da ein bisschen mal variieren, sage ich mal, bei den Styles. Nicht immer nur dieses typische, klassische, schicke oder Mainstream, was halt gerade modern ist, was denn sowieso in 10 Jahren nicht mehr modern ist. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ich finde das so ein bisschen fragwürdig. Wie schon gesagt, wenn das jetzt Umstyling-Shows sind, wo die Leute selber hingehen, weil sie sagen, ich weiß einfach nicht, ich brauche Hilfe, weil ich meinen Stil nicht kenne, ich weiß nicht, was mir gefällt, ich weiß nicht, was meiner Figur steht, ich möchte gerne so und so. Das ist eine andere Geschichte. Ich rede jetzt wirklich von diesen Shows wie Abgeschminkt oder What Not to Wear und dieses, wo sie dann die Klamotten einsaugen, wo im Prinzip andere Leute sagen, du siehst kacke aus, du musst umgestylt werden und hier, wir werden dich jetzt so machen, wie alle anderen Leute auf der Straße ausschauen, weil wir wollen, dass du so ausschaust. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will. Also mich würde gerne eure Meinung dazu interessieren. Also seht ihr das so wie ich?
dass gerade diese Shows, wo sehr viel Wert auf die Meinung gelegt wird, der Außenwelt, der Gesellschaft und so weiter und alle irgendwie gleich nach dem Umstylen ausschauen. Mit gleich meine ich natürlich nicht, klar, einer ist blond, einer dunkel, einer hat kurze, eine lange Haare. Ich meine aber, dass alle so dieses Mainstream nachher haben. Ich benutze jetzt extra das Wort Mainstream und das ist kein Schimpfwort. Also ich meine das nicht als negativ. Ich trage auch viel Mainstream-Klamotten und so weiter. Nein, aber ich meine, obwohl mein Style recht alternativ ist, aber ich trage auch Mainstream-Klamotten, logischerweise. Nein, ich meine das nicht negativ, aber was ich damit meine, ist, es wird sehr wenig Individualität mit reingenommen in dem, was nachher im Endeffekt da rauskommt. Ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich rege mich oft, ehrlich gesagt, über diese Shows auf. Deswegen gucke ich sie mittlerweile auch nicht mehr, weil ich festgestellt habe, ich rege mich zu sehr darüber auf. Gerade über diese Show abgeschminkt. Also wie da teilweise Pott, dieser Computer, die Leute dann auch fertig macht und sagt, wie scheiße die doch ausschauen. Ach ja, und bei der Sendung finde ich noch beschissener, dass immer suggeriert wird, viel Make-up ist gleich scheiße. Also ich habe schon so viele Leute gesehen, die tolle, krasse Make-up-Looks auf dem Gesicht haben und die sahen bombenmäßig aus. Es muss nicht immer natürlich sein. Natürlich ist auch schön, aber bunt und aufgestylt und so weiter ist auch schön. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich wollte das mal so in den Raum werfen und wollte euch gerne mal eure Meinungen wissen, ob ihr da genauso vorm Fernseher sitzt und denkt, oh nee, ich meine, mittlerweile gucke ich ja eh kein Fernsehen mehr, aber die kann man natürlich, viele Shows kann man ja auch im Internet gucken. Aber, oder mögt ihr diese Shows? Findet ihr das immer besser, wie sie hinterher ausschauen, wie vorher? Übrigens, das finde ich nämlich auch nicht. Ich finde nicht, dass sie hinterher immer besser ausschauen als vorher, aber das ist natürlich Geschmackssache. Was wieder zeigt, man muss seinen eigenen Stil finden, denn es ist sowieso Geschmackssache, was einer schön findet oder eben nicht. Aber ich finde halt diese Styling-Shows, die ich gerade genannt habe, geben keine gute Message, gerade an die jungen Leute, denn ich finde, gerade da sollte viel wichtiger sein, dass die sich individuell ausleben dürfen, dass die selber sich ausprobieren und eben gucken, was einem selbst gefällt und nicht, was den Freunden gefällt oder der Gesellschaft oder sonst was. Deswegen, ich finde, es ein bisschen tricky manchmal. Sagen wir mal so. Ja, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war mal ein kurzes Let's Talk-Video mal wieder. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Thema so zu sagen habt. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye!